Ja, herzlich willkommen wieder zurück. Ich hoffe, wir haben uns gut gestärkt und alle, die jetzt vielleicht im Livestream zuschauen, haben vielleicht auch die Pause genutzt, um sich zu kräftigen. Vor uns liegen noch ein paar Geschichtsereignisse, die wirklich hochinteressant sind. Und wir wollen jetzt gleich in die Episode 15 hineinsteigen. Aber bevor wir das tun, möchten wir noch einmal gemeinsam mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir bereits etliches lernen konnten aus der Geschichte des Volkes Israel, der beiden Reiche, des Nord- und des Südreiches, aus der Geschichte der Propheten, der Könige und der Geschichte von Abfall und Reformation. Wir möchten dich bitten, dass wenn wir jetzt weiter in dieser Geschichte voranschreiten, dass du uns erneut zeigst, wie du immer deine Hand im Spiel hast. Und wie jeder Mensch, jedes Königreich, jedes Volk entscheiden kann, wem er oder es folgen möchte. Ich möchte dich bitten, dass auch die jetzigen Minuten uns zeigen, dass es das Beste ist, dir zu folgen. Und dass man nichts gewinnt, sondern so viel verliert, wenn man der Rebellion des Satans sich anschließt. Ich möchte dich bitten, dass du uns segnest, dass dein Wort nicht leer zurückkehrt nach deiner Verheißung. Im Namen Jesu. Amen. Episode 15, der Niedergang. Wieder einmal war Schomron, Samaria, belagert. Und immer wieder gab es Krieg, wieder mit den Aramäern. Und diesmal war es besonders schlimm. Diesmal hatten die Aramäer eine so starke Armee zusammengezogen, dass als sie Samaria umzingelten, der Belagerungszug so eng und fest war, dass niemand mehr in die Stadt oder aus der Stadt herauskommen konnte. Man war zwar auf Belagerungen vorbereitet, aber nicht auf eine so lange. Und nach einiger Zeit ging das Brot und das Fleisch aus und irgendwann auch das alte Brot und irgendwann all das, was man für essbar erachtete. Die Hungersnot war dramatisch und in jenen Tagen ereignete es sich, dass zwei Frauen übereinkamen, wenn sie überleben wollten, ihre Kinder zu essen. Und sie verabredeten zuerst, das Baby der einen zu kochen. Und sie taten es. Und sie aßen. Und als der Hunger wiederkam, da sollte auch das andere Baby dann glauben, aber die Frau, die noch ein Baby hatte, verweigerte das. In jenen Tagen war unaussprechliches Leid im Nordreich Israel. Und selbst der König des Nordreiches, Joram, war so verbittert, so böse auf Gott, dass er sich vornahm, den Propheten Elisha umzubringen. Doch als die Boten ihm das mitteilen wollten, da sagte der, dass am nächsten Morgen Essen in Hülle und Fülle zu erwarten sei. Und der oberste General, der das hörte, sagte, selbst wenn es der Gott des Himmels Fenster am Himmel machen könnte. Das ist doch unmöglich. In jener Nacht hörten die Aramäer ein Gerücht. Es war, als ob in weiter Ferne viele Huftritte von Kriegspferden und das Rollen von Kriegswagen als Grummeln zu hören waren. Und sie sprachen zueinander, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige der Ägypter gegen uns angeworben, damit sie uns überfallen sollen. Nun, sowohl im Land der Hethiter als im Land der Kemetz hatte sich niemand aufgemacht. Es waren Malakim gewesen, die ein bisschen Kriegsgeräusch erzeugt hatten.
Aber für die Aramäer war die Sache klar und sie flohen in ihr Land zurück, noch bevor die Sonne aufging. So war es Nacht und Samaria war immer noch eine Stadt, die sich im Belagerungszustand wähnte, während sie bereits befreit war. Niemand wusste, dass außerhalb der Stadtmauern bereits das Essen in Hülle und Fülle lag. Gott hatte sie bereits befreit, aber niemand wusste das. Da waren 4 Aussätzige am Tor, die sich überlegten, was sie tun sollten, und sie glaubten immer noch, ebenso wie der Rest in der Stadt, dass der Belagerungsring immer noch genauso fest war. Und sie dachten sich, naja, ehe wir hier sterben und innen drin wird uns auch keiner Brot geben, zumal wir aussätzig sind, lass uns doch einfach zu den Aramäer gehen, vielleicht haben die ja einen guten Tag und ein Herz für uns. Und so kamen sie mit gebücktem Haupt und vielleicht mit einem kleinen weißen Tuch, um zu sagen, dass sie keinen Angriff starten, in das Lager der Aramäer und fragten höflich, ob da jemand sei. Sie konnten nichts hören, nicht einmal Geschnarche. Und dann schauten sie im Dunkeln und sie tasteten sich vorwärts und die langsam aufgehende Sonne offenbarte, das ganze Heerlager war verschwunden. Und sie berichteten es in Shomron, in der Hauptstadt, und da wollte es man gar nicht erst glauben. Aber der Hunger war stärker als die Vernunft. Und bald schon sprach sich rum, tatsächlich, die Aramäer sind verschwunden. Und derselbe General, der nicht glauben wollte, dass Gott das tun konnte, der wurde von der hungernden Masse im Tor zertreten. Im Jahre 848 vor unserer Zeit starb Jehoschaphat. Er hatte Gutes bewirkt, hatte das Südreich Juda einigermaßen auf Glaubenskurs gehalten. Immer wieder musste Gott ihn auch tadeln dafür, dass er zu freundlich mit den Königen des Nordreiches gewesen war, dass er in seinem Versuch, Frieden zu erwirken, zu weit gegangen war und Rebellen mit unterstützt hatte. An seiner Stadt kam jetzt Jehoram. Und so herrschte im Nordreich ein Jehoram und im Südreich ein Jehoram. Das hat vielleicht schon die Zeitgenossen etwas verwirrt. Aber er war anders als sein Vater Josaphat und sein Großvater Asa. Er interessierte sich mehr für die Religion des Nordreiches. Lag es daran, dass er sich verschwägert hatte mit dem Haus Ahabs? In seiner Zeit fielen die Edomiter wieder ab und setzten einen eigenen König über sich, obwohl Joram sich wirklich Mühe gab, militärisch das zu verhindern. Er hielt auch einen Brief von Eliahu, dem Propheten, der immer noch lebte, obwohl Elisha jetzt schon als führender Prophet unterwegs war. Und er warnte ihn, dass Gott ein Gericht senden würde und dass er die Philister und die Kuschiter und die Araber aus der Wüste zusammen in einer Koalition gegen Jerusalem senden würde. Und genau das geschah. Und Joram, der König des Südens, verlor in diesem Angriff seine gesamte Familie. Alle wurden abtransportiert, keiner wusste wohin. In jenen Tagen war es Zeit für Eliahu, ein letztes Werk zu tun. Er nahm sich Elisha, der schon viele Wunder und Großes getan hatte, und zeigte ihm noch einmal die Prophetenschulen in Bethel und Gilga und Jericho. Und dann führte er ihn zum Jordan. Mit seinem eigenen Mantel schlug er auf den Jordan, der sich teilte. Und Elisha, und nicht nur er, erinnerten sich Jahrhunderte zurück, als der Jordan sich teilte, um das Volk zum Sieg in Kanaan zu führen. Und Elisha fragte sich, was jetzt passieren sollte. Würde jetzt Eliahu vor seinen eigenen Augen hier sterben? Müsste ihn hier begraben? Aber Eliahu sagte zu ihm, du wirst etwas sehen, was deine Augen nicht für möglich halten. Wir werden uns jetzt trennen. Du wirst mich dann nicht mehr sehen.
Und Elisha merkte, das war jetzt so die letzte Gelegenheit, mit seinem großen Mentor zu sprechen. Und er erbat sich eine doppelte Portion des Heiligen Geistes. Und Eliahu, der gerade den Jordan geteilt hatte, Eliahu, der Feuer vom Himmel hatte fallen lassen durch ein Gebet, Eliahu, der die Stimme Gottes am Horeb selbst gehört hatte, der musste bei diesem Ansinnen sagen, das ist eine relativ schwierige Sache. Aber ich werde beten und Gott wird es geben, dass du die doppelte Portion des Heiligen Geistes bekommst. Und während sie dann noch da standen und miteinander sprachen, die letzten Worte wechselten, da hob Eliahu vom Boden ab. Und es war, als ob Feuer um ihn war. Und Elisha, der duckte sich weg, weil es heiß war. Aber er verbrannte nicht. Und Eliahu, der im Feuer war, verbrannte auch nicht. Und als er genauer hinschaut und Eliahu immer höher stieg, da sah es aus wie feurige Wagen und feurige Pferde, die gen Himmel stiegen. Dem Eliahu wird das wahrscheinlich viel Freude gemacht haben, in einem Feuerwagen gen Himmel zu fahren. Und er schaute nochmal zurück auf seinen Nachfolger Elisha und wünschte ihm bestimmt Gottes Segen für die Aufgaben, die vor ihm lagen. Er hatte jetzt ein anderes Ziel, den Himmel. Und als er dort mit seinem feurigen Wagen in die ewigen Tore einfuhr, da standen schon zwei, die konnten es kaum erwarten, ihn zu begrüßen. Hanok, der schon seit gefühlten Ewigkeiten dort im Himmel lebte. Und auch Mose. Mose, der ihn fragte, sag mal, wie hat es dir denn da gefallen am Horeb, als du gewesen bist und die Stimme Gottes gehört hast? Jetzt waren sie schon zu dritt. Und Mose erzählte ihm, wie er all die Geschichten, die Eliahu schon selbst erlebt hatte, wie er all diese Geschichten schon damals auf dem Berg Nebo im Gebirge Arabarim gesehen hatte, wie er gesehen hatte, wie das Volk immer abfallen würde. Und Eliahu fragt ihn, ja, wie wird es denn weitergehen? Was passiert denn jetzt aus den beiden Reichen? Und Mose sagt ihm, pass mal auf, ich erzähl's dir. Und dann verschwanden sie in den ewigen Toren. Wir werden sehen, was sie erzählt haben. Und in den nächsten Episoden sehen, was aus diesem Volk wurde. Elisha hatte von all dem nichts mitbekommen. Er stand immer noch unten, hatte irgendwann die letzten Feuerflammen im Weltall verschwinden sehen. Und er kam zu dem Jordan. Er hat immer noch den Mantel des Elia dort. Und er fragte sich, ob er wirklich denselben Heiligen Geist in dem Maße oder im doppelten Maße hatte wie Eliahu. Und er schlug den Jordan und er teilte sich. Es gab einige der Prophetensöhne, die wollten nicht glauben, dass Eliahu im feurigen Wagen gen Himmel gefahren ist. Das klang ja so wie vor vorsintflutlichen Zeiten. Sowas passiert auch nur in der Vergangenheit. Sie konnten zeigen, dass das früher mal passiert ist, aber jetzt sowas schon seit Jahrhunderten nicht mehr passiert wäre. Und so machten sich einige auf die mühsame Suche, systematisch Tal für Tal abzusuchen und Berghöhe für Berghöhe. Und sie suchten überall nach dem Leichnam oder einem Grab. Und als sie nach Tagen und nach Wochen des Suchens zurückkamen und sagten, wir konnten es nicht finden, da sagte Elisha, ich habe es euch doch gleich gesagt, hättet euch sparen können. Und Elisha wurde der nächste große leitende Prophet für den Norden und den Süden. Aber nicht alle mochten ihn. Eines Tages waren da 42 halbstarke Jugendliche, die seine Frisur nicht gut fanden, denn er hatte weitaus weniger Haare als Absalom und Simson. Und sie spotteten über den Mann Gottes. Und sie sagten sogar, weil sie gehört hatten, dass sein Mentor in den Himmel hinaufgestiegen war, sie sagten, oh, kannst du das denn nicht? Komm doch herauf, steig doch herauf. Und als sich immer mehr lustig machten unter der Gürtellinie ihn angriffen, da drehte er sich rum, verfluchte sie und zwei Bären kamen aus dem Wald und haben die nächsten Wochen kein Reh mehr gerissen.
So satt waren sie. Von Elisha werden viele Wunder berichtet, wie er Öl vermehrte. Auch er erweckte einen jungen Mann, einen Jüngling von den Toten wieder auf, wie sein Mentor Eliahu. Diesmal war es der Sohn einer guten Freundin, einer Frau aus Shunem, die ihm sogar ein eigenes Gästezimmer auf dem Dach gebaut hatte. Von ihm wird berichtet, dass er einmal 100 Soldaten mit wenig Essen satt machte. Und viele andere Wunder, selbst die Schwerkraft schien er aussetzen zu können durch den Geist Gottes, als schweres Eisen auf leichtem Wasser floss und schwamm. In jenen Tagen war 7 Jahre Hungersnot und Elisha warnte die Frau von Shunem, deren Kind er vom Tod erweckt hatte, sodass sie im Land der Philister Unterschlupf finden konnte. Es war ungefähr im Jahre 841 vor unserer Zeit, dass sich Elisha zufällig gerade in Damaskus, in Aram, der Hauptstadt dieses Fürstentums der Aramäer, aufhielt. Und er bekam die Kunde, dass der König Barhadad II. Schwer krank sei. Und als der gehört hatte, dass der Mann Gottes aus Israel und Juda gerade in der Stadt sei, da dachte sich dieser fremde König, man könnte doch mal den Propheten Jahwes befragen. Und er sandte einen Boten mit Namen Hazael. Und als Elisha ihn sah, da war es, als ob ein Film vor seinen Augen ablief. Und er starrte Hazael an und nahm seine Augen nicht weg von ihm. Und Hazael wusste es nicht, wie ihm geschah. Er versuchte eine Zeit lang, ihm zurück in die Augen zu schauen. Aber Elisha hatte solch einen starren, durchdringenden Blick. Und irgendwann schämte sich der Hazael und schaute weg. Und als der ganz betreten zum Boden schaute, da schluchzte Elisha und fing an zu weinen. Und unter Tränen sagte er, weil ich weiß, was du für Unheil den Kindern Israel antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre jungen Mannschaften mit dem Schwert töten und ihre Kindlein zerschmettern und die schwangeren Frauen aufschlitzen. Dieser Bote Hazael war gekommen, um zu fragen, ob der König überleben würde. Aber stattdessen kündigte ihm der Prophet an, dass er selbst, der ein Bote nur war, eigentlich ein Niemand, dass er König werden würde. Und die Kunde ging aus, dass Barhadad gestorben ist. Bis heute sind die Quellen unklar, ob Hazael ihn ermordete oder aber anderweitig an den Thron kam. Aber plötzlich war er der König des aramäischen Fürstentums von Damaskus. Die Assyrer vermerkten, er ist der Sohn eines Niemand. Sein Name bedeutete El, Gott sieht. Im selben Jahr starb auch der König des Südreiches, Jehoram. Und sein Sohn Achasjahu, noch einer mit ähnlichen Namen wie schon ein Nordkönig, wurde König. Und auch er hielt es nicht mit dem Glauben an Abraham, an den Gott von Abraham, Isaac und Jakob. Und immer wieder gab es Krieg mit Aram. Hazael folgte den Fußtritten seiner Vorgänger. Und diesmal hatte er sich das Ostjordanland Gilead ausgesehen, er wollte es erobern. Und Israel und Juda machten gemeinsame Sache gegen die Aramäer. Und dort auf dem Schlachtfeld wurde der König des Nordreiches schwer verletzt. Und er musste abtransportiert werden nach Israel, auf die andere Seite des Jordan, wo er bei Jezreel in der Stadt versorgt wurde. Und auch der König des Südens, Achasjahu, besuchte ihn dort und ließ die Armee, die vereinigte Armee des Nordens und Südens im Ostjordanland zurück. Das war die Gelegenheit. Elisha, der Prophet, ging dort auf das Schlachtfeld, in das Lager der vereinigten Armeen von Israel und Juda. Und er ging
geradewegs zu auf einen Krieger, einen Obersten. Und er salbte ihn zum neuen König des Nordreiches. Sein Name war Jehu. Und die Armee akklamierte ihn zum neuen König des Nordreiches Israel. Und er wusste, was zu tun war. Er wusste, sein König liegt gerade krank, schwer verwundet in Jezreel. Und so stieg er auf den Streitwagen und mit ihm eine große Menge an Soldaten. Und sie jagten über den Jordan und kamen in die Ebene von Jezreel. Und die beiden Könige, die in der Stadt dort waren, die fragten sich, was das zu bedeuten hat, dass dort im Horizont diese Truppe anrollt. Und sie sandten Boten aus und die fragten, was ist euer Ansinnen? Und Jehu sagte, was geht es dich an? Lass uns durch. Er hatte ein Ziel und das war sein verwundeter König. Und der merkte bald, was die Stunde geschlagen hatte. Schwer verletzt ging er auf seinen eigenen Streitwagen und ging Jehu entgegen. Und mit ihm Achasjahu, die beiden Könige, der Nord- und der Südkönig. Sie trafen auf Jehu. Und ein Pfeil wurde gespannt und Joram, der König Israels, starb durch diesen Pfeil. Und er konnte noch ausrufen zu seinem Kollegen Achasjahu, Verrat, 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 flieh. Und er versuchte zu fliehen, aber es gelang ihm mehr schlecht als recht. Und auch er war tot, nur kurze Zeit später. In einem Jahr waren die Dynastie des, waren die Königreiche des Nordens und des Südens ihres Königs beraubt worden. Und Jehu hatte eine Revolution angestachelt. Und er ritt weiter auf Jezreel, wo er wusste, dass die alte Königsmutter Isabel immer noch dort war. Er kannte die Prophezeiung von Eliahu und er fühlte sich berufen, diese Prophezeiung bis auf den Buchstaben auszuführen. Und Isabel hörte, dass irgend so ein Soldat eine Revolution gestartet hätte. Sie hörte, dass die beiden Könige tot waren. Und so bereitete sich auf das Antreffen von Jehu vor. Sie ging zu ihrem Spiegel und schminkte sich noch einmal. So kräftig sie sich nur schminken konnte. Sie war schon alt geworden, aber böse war sie noch immer. Und sie trat an das Fenster der Burg, während Jehu mit seinem Streitwagen und seinen Soldaten vor dem Fenster Halt machten. Und er sah diese alte Königin, die Israel so tief ins Verderben gestürzt hatte. Und während sie gerade anfangen wollte, mit ihm zu verhandeln, da fragte er in den Raum, in dem sie stand, wer ist mit uns? Und es fanden sich zwei oder drei Leute, die lange genug die Willkür der Isabel erduldet hatten. Und sie nahmen diese alte Frau und warfen sie aus dem Fenster. Und ihr Blut spritzte bis an die Pferde der Streitwagen. Und die Hunde fraßen ihre Überreste. So wie Eliahu im Weinberg des Naboth vorhergesagt hatte, dass die Hunde die Isabel fressen werden in Jezreel. Und dort in Jezreel sandte eine Botschaft nach Samaria, nach Schamron und sagte, da sind noch 70 Söhne aus dem Hause Ahabs. Die müssen alle umgebracht werden, denn die Dynastie von Omri, die Dynastie Ahabs, muss genauso ausgerottet werden wie die erste Dynastie des Jerobeams und die zweite des Baasa. So hat es Gott gesagt. Und die Ältesten von Schamron, von Samaria berieten und sie entschieden sich, es wäre vielleicht das Klügste, dem neuen König Folge zu leisten. Und Körbe wurden angebracht mit den Köpfen der Prinzen. Und dort in Jezreel erklärte Jehu, dass er berufen sei, das Wort des Herrn auszuführen. Und als Gäste und Freunde kamen, da sprach er zu ihnen, komm mit mir und sieh meinen Eifer für den Herrn. Er war äußerst eifrig, feurig. Aber war da auch die Liebe, die Gott immer kennzeichnet? Als er nach Schamron, nach Samaria kam,
Ließe ausrichten, heute ist ein, bald ist ein Fest für Baal. Und die Leute wundern sich, Moment mal, er will doch, dass die Dynastie von Achab ausgerottet wegen Baal. Warum führt er jetzt, warum will er jetzt Baal weiter anbeten? Und er ließ alle Baalspriester zusammenkommen und er sagte, es ist ein großes Fest für Baal und kein Priester Jahwes darf dabei sein. Und sie kamen alle in den Tempel des Baal, der auf Betreiben von Isabel dort in Shomron aufgebaut worden war. Und als alle Priester dort im Haus waren, ließ er nochmal Boten durchgehen und fragen, ist hier irgendein Prophet des Herrn? Und als er sicher war, dass nur Baalspriester da waren, erklärte er die Feier für eröffnet, verließ das Gebäude und gab seinen Soldaten den Marschbefehl. Es war eine Falle. Er wollte den Baalskult ausrotten mit Stumpf und Stiel. Und keiner der Baalspriester überlebte diese Baalsfeier. Während also im Norden eine heftige Revolution, mehr eine Revolution als eine Reformation vor sich ging, die zumindest den Baalskult ausrottete, obwohl der Eifer oft das überstieg, was eigentlich dem Charakter Gottes entsprach, war plötzlich im Süden die Katastrophe ausgebrochen. Denn auch dort fehlte es ja an einem König. Achasjahu war auch tot. Und die Königsmutter Athalia sah, dass es keinen geeigneten Nachfolger gab, keinen, der so gut war wie sie selbst. Und sie entschied sich, die Herrschaft an ihre eigene Person zu reißen. Die erste Königin in der Geschichte Israels. Und ruhmreich waren ihre Jahre nicht. Der Satan erkannte seine Gelegenheit. Er hatte bisher größtenteils im Nordreich agieren können, aber da hat er plötzlich so ein bisschen die Zügel aus der Hand verloren. Aber eigentlich war sein Ansinnen ja nie gegen das Nordreich gewesen, obwohl das auch Israel war. Sein eigentliches Bedenken war immer Juda gewesen, denn dort war das Haus David und die waren ja die Linie, aus der irgendwann der König kommen sollte. Und jetzt mit dieser bösen Königin, dieser Athalia, sah er seine Gelegenheit gekommen, vielleicht der Prophezeiung, diesen Prophezeiungen, die zu oft eintrafen, endlich mal ein Ende zu machen. Und Athalia ließ alle Prinzen aus dem Hause Davids töten. Jeden einzelnen. Und sie hoffte damit, das Haus David vernichtet zu haben. Aber Gott hatte gesprochen, dass das Haus David ewig bestehen bleiben würde. Und so wurde ein kleiner Säugling vor ihr verborgen. In ihm lag jetzt die ganze Hoffnung Judas, die ganze Hoffnung Israels, ja, die ganze Hoffnung der Welt. Er hieß Joasch, von Jah gegeben. Während im Süden also diese schlimme Königin regierte und plötzlich das Südreich mehr abgefallen war als der Norden, da hätte man denken können, dass jetzt im Norden endlich Recht und Ordnung einkehren. Der Baalskult war ausgerottet worden, doch weiter ging Jehu nicht. Die goldenen Kälber, die seit fast 100 Jahre dort standen in Bethel und Dan, die ließ er unangetastet. Er wollte besonders eifrig sein, erwies sich aber als ein schwacher Reformator. Und in seinen Tagen begann Hasael, das Nordreich wirklich unter die Mangel zu nehmen. Und das ganze Ostjordanland, die Stämme von Manasse, Gad und Ruben, fielen alle unter die Hände Arams und waren für das Nordreich verloren. Plötzlich wurde das Nordreich immer kleiner. Im Jahre 835 wurde endlich Joasch, der junge König. Er war 7 Jahre alt. Und ein Priester hatte sich seiner angenommen und hatte genügend Verschwörer gefunden, die bereit waren, der Athalia die Stirn zu bieten. Und in einer gewagten Aktion schafften sie es, sie abzusetzen, zu verhaften und ihr den Garaus zu machen. Und um diesen rechtmäßigen letzten Erben des Hauses David auf den Thron zu setzen. Unter der Obhut des Priesters
wurde Joasch ein guter König. Und er hatte ein besonderes Interesse an dem Tempel, der aufgrund der vielen Rebellionen und des vielen Gottesdienstes schon ziemlich herabgekommen war. Und er hatte immer wieder das Ansehen, diesen Tempel wieder zu verbessern und auszubessern. Aber nichts wollte so wirklich funktionieren. Es war 814, als der große Eiferer Jehu, der längst nicht das erreichte, was er hätte erreichen können, starb. Und sein Sohn Jehoachas hatte auch einen schönen Namen. Ja, hat genommen. An schönen Namen mangelte es nicht bei den Königen von Israel und Juda. Und in seiner Zeit wurden die Angriffe von Hazael so brutal und so heftig, dass man sich schwere, schwere Sorgen machte, ob das Nordreich jemals weiter existieren könnte. In diesen Tagen hatte Joasch, der mittlerweile erwachsen geworden war, eine gute Idee. Nachdem all die Bitten, diesen Tempel auszubessern im Süden, nicht gefruchtet hatten, kam auf die Idee, mit einem Spendenkasten Geld zu sammeln für die Ausbesserung des Tempels des Herrn. In seinen Tagen kam Hazael bis in den Süden und hatte bereits die Philisterstadt Gath zunichte gemacht und bedrohte auch Jerusalem, aber Joasch sandte ihm schnell Geschenke und viel Geld. Und damit begnügte sich Hazael und zog wieder ab. Als Hazael starb, wurde Barhadad der dritte Sohn König von Aram. Und in seinen Tagen war das Nordreich so dezimiert, dass die Armee kaum an zwei Händen abzuzählen war. Es war so, als fast keine Kraft mehr in dem einst so stolzen Nordreich Israel geblieben war. Und Gott hatte Mitleid mit seinem abtrünnigen Volk und ließ seine Hand über ihnen walten und sorgte dafür, dass für einen längeren Zeitraum keine Angriffe mehr da waren. Israel sollte sich erholen dürfen. 798 starb auch der König von Israel, Joachas. Und jetzt regierte auch ein Joasch im Norden. Wieder zwei mit demselben Namen. Zu seiner Zeit lag der Prophet Elisha im Sterben. Er hatte eine schwere Krankheit und er sollte von dieser schweren Krankheit auch nie genesen. Und als er dort auf seinem Bett lag, besuchte ihn der König Joasch. Und Elisha sagte zu ihm: Siehst du diesen Pfeil, diesen Speer hier, diesen Pfeil? Nimm diesen Pfeil und schieß aus dem Fenster, denn Gott wird dir Siege über die Aramäer geben. Und dann sollte er einen Pfeil nehmen und auf den Boden stampfen. Und Joasch nahm den Pfeil und er sah diesen kranken Propheten dort. Und er sagte sich, okay, und er stampfte einmal, zweimal, dreimal, okay. Und Elisha wurde ärgerlich und sagte, hättest du doch mehr gestampft, denn jedes Stampfen steht für einen Sieg, den du erringen sollst. Und hättest du mehr gestampft, du hättest die Aramäer vollständig besiegen können. Jetzt wirst du nur drei Schlachten gewinnen. Und Elisha starb, der mit so großen Wundern noch mehr Wunder getan hatte als sein Vorgänger Eliahu. Und er wurde begraben in einem der Felsengräber dort in Israel. Und es geschah ein Jahr später, als in der Nähe ein anderes Grab ausgehauen wurde für jemanden, der gestorben war, dass gerade einige Streifsoldaten der Moabiter durchs Land zogen. Und als man sie sah, wollte man schnell fliehen, aber den Leichnam konnte man ja nicht einfach so liegen lassen und das Grab war noch nicht fertig. Und man sah in der Nähe das Grab des Elisha. Und so kam man auf eine verwegene Idee, weil die Moabiter immer schneller daherkamen. Man nahm den Leichnam und schmiss ihn einfach in das Grab des Elisha. Und dann rannte man weg. Und sie bekamen schnell weiche Knie, als sie eine Stimme hörten, die sie nur zu gut kannten. Das war doch die Stimme dessen, den sie gerade begraben hatten. Der kam nämlich aus dem Grab heraus, quicklebendig. In dem Moment, als sein Leichnam die toten Gebeine
des Elishas berührt hatten. Da war er wieder lebendig geworden und war von den Toten auferstanden. Und obwohl es nicht berichtet ist, kann man davon ausgehen, dass auch die Moabiter ihn da nicht bekommen haben. 796 starb Joasch, der König von Juda, und sein Sohn Amasja wurde König im Südreich. Und er war ein guter König, endlich wieder jemand, der sich für Gott und sein Wesen und sein Gesetz und seinen Gottesdienst interessiert. Selbst Joasch, der den Tempel hat ausbessern lassen, war in den späteren Jahren wieder mehr und mehr abgefallen. Aber selbst Amasja konnte das Volk nicht daran hindern, immer noch auf den Höhen zu opfern. Und tatsächlich kam die Prophezeiung des Elisha, sie wurde wahr. Dreimal siegten die Israeliten des Nordreiches über Barhadad und konnten doch einen Teil des Territoriums zurückgewinnen. In jenen Tagen siegte auch Amasja im Salztal gegen die Edomiter und eroberte Edom wieder zurück. Und dann, als er diesen Erfolg gefeiert hatte gegen die Edomiter, da wurde er übermütig und dachte sich, wenn ich gegen die Edomiter gewinne, warum könnte ich nicht eigentlich auch gegen das Nordreich kämpfen? Seit Jahrzehnten war doch Frieden zwischen Israel und Juda und er provozierte einen neuen Krieg zwischen den Staaten. Und der König des Nordreiches warnte ihn und sagte, tu das nicht. Aber er wollte nicht hören. Und es kam zur Schlacht. Und das Südreich verlor die Schlacht. Und viele wurden gefangen, weggeführt, nach Schomron, in die Hauptstadt des Nordens gebracht. Aber dort gab es Männer mit Sinn und Verstand, mit Herz, die sagten, wir können unsere Brüder nicht so sehr schänden. Lasst sie wieder freigehen. Und viele durften freigehen. In jenen Tagen setzte der König des Nordens seinen Sohn Jerobeam II. Als Mitregenten ein, sodass zwei Könige im Norden regierten. Hatte er das bewusst gemacht, dass er seinen Sohn so genannt hatte wie jenen, der das Nordreich ganz am Anfang in den Götzendienst geführt hatte? Auch im Süden kam man auf dieselbe Idee. Und eine kurze Zeit später wurde dort auch der Sohn des Königs zum Mitregenten eingesetzt. Asaja oder auch Usiahu regiert jetzt mit. Und im Norden starb Joasch und Jerobeam wurde der alleinige Herrscher des Nordens. Und unter ihm gelang dem Nordreich eine erneute Blüte. Obwohl er genauso götzendienerisch war wie alle vor ihm und kein Interesse an Gott und seinem Gesetz hatte, segnete Gott ihn trotzdem, so als ob Gott noch einmal in Vorleistung gehen wollte. Denn er ahnte, oder Gott wusste schon, was sich abzeichnete am Horizont. Es war das Jahr 782. Und in jener Zeit, obwohl das in Israel noch niemand wusste, formierte sich eine Kultur fern, jenseits des Mittelmeeres, in der Ägäis. Dort waren Indogermanen eingewandert und hatten an großen Bergen Heiligtümer gebaut für ihre Götter Zeus und all die anderen. Und im Jahre 700, das ist falsch hier, im Jahre 776, nicht 67, erfanden die Griechen die ersten Olympischen Spiele. Sie hatten eine besondere Freude an Unterhaltung und an Sport. Mit der Moral hatten sie es nicht so sehr, weswegen sie auch alle Sportler zwangen, nackt zu kämpfen und zu rennen. Und just in jener Zeit, als die Olympischen Spiele erfunden wurden, dort am Olymp, lebte der Prophet Jona. Sein Name war Taube. Und er weissagte diesem König Jerobeam II., dass Israel wieder Territorium gewinnen würde. Und genau das geschah. Wahrscheinlich freute sich Jona, dass er eine so gute Botschaft bringen konnte. Die meisten Propheten waren immer gesandt worden, um schlechte Botschaften zu bringen.
und waren dann meistens mit Tod, Verfolgung und sonstigen Repressalien bestraft worden. Und er konnte einem götzendienerischen Boten, König, eine gute Botschaft bringen. War das nicht schön? Endlich lohnt es sich mal, Prophet zu sein in Israel. Kein Tadel musste er aussprechen und war angesehen. Der König freute sich ja, dass ein Prophet ihm Erfolge versprach und die auch eintrafen, weil Gott so gut war. Aber Gott beruft keinen Propheten nur für gute Botschaften. Und erhielt Jona noch einen zweiten Auftrag, aber diesmal nicht für Jerobeam den Zweiten, sondern Gott sprach zu ihm: Ich hätte gern, dass du eine längere Reise unternimmst. Nicht nach Samaria, nach Schamron, sondern in das Land der Assyrer. Und Jona fragte ihn etwas versteinert: Bist du dir sicher zu den Assyrern? Du weißt schon, was die so treiben. Ja? Und ich möchte ganz genau, dass du nach Ninive gehst, die alte Stadt Ninua, die schon von dem Nimrod vor Jahrtausenden gegründet worden war. Dort sollst du hingehen und eine Gerichtsbotschaft den Assyrern bringen. Vielleicht hat Jona noch gefragt, wie viele Soldaten er denn mitbekommen dürfe. Gegen diese kriegische Nation ist man als alleiniger Prophet schlecht ausgerüstet. Aber von Soldaten war keine Rede. Er sollte alleine mit seinem Prophetenstock durch das feindliche Aram zu den feindlichen Assyrern gehen. Und Jona machte sich auf. Sehr schnell. Aber die Engel im Himmel, die wunderten sich, als er aus der Tür ging, dass die Richtung, die er ging, nicht ganz ihren geografischen Vorstellungen entsprach. Und als er am Hafen sich einschiffte auf ein phönizisches Schiff, das Kurs nahm auf den westlichen Mittelmeerbereich, da sagten einige der Engel, die wirklich immer das Gute im Menschen sahen: Vielleicht will er ja den Seeweg nach Ninive gehen. Er muss ja nur das ganze Mittelmeer umqueren und dann Afrika und dann über den Golf zurück und dann über den Euphrat kommt auch noch Ninive. Meint ihr? Nee, wahrscheinlich nicht. Der geht nicht nach Ninive. Der geht genau in die entgegengesetzte Richtung. Nur Gott hatte das gesehen. Und es kam, wie es kommen musste. Das Mittelmeer wurde aufgewühlt durch einen Sturm. Und dieses kleine phönizische Schiff mit den Gütern, die es hatte, das immer schön eigentlich an der Küste entlang schipperte, so war es Tradition, wurde so sehr auf das Meer geworfen, dass jede Hoffnung verloren schien. Und alle Götter des ugaritischen Pantheon und des kananitischen und des phönizischen Pantheon wurden angerufen. Man betet zu Baal Berith und zu Asherah und Astarte und zu jedem Gott, der einem einfiel. Es gab ja auch manche Reisende vielleicht aus Assyrien oder aus Babylon. Aber kein Gott schien gerade für das Mittelmeer zuständig zu sein. Und irgendwann fiel es dem Kommandanten ein, dass dort auch dieser Hebräer mit im Schiff ist. Man suchte ihn und man fand den Propheten Jahwes schlafend unten im Schiff. Er musste feststellen, dass das sanfte Wiegen seines Traumes in Wirklichkeit ein Sturm war, der sein Leben bedrohte. Und man fragte ihn, ob er vielleicht seinen Gott anrufen könnte. Vielleicht hätte der ja ein bisschen was zu sagen im Mittelmeer. Und er bekannte, wer er war, dass er ein Hebräer war. Den Gott des Himmels fürchtete, der den Himmel und dieses Mittelmeer geschaffen hatte. Aber beten tat er nicht. Und man überlegte sich, wie man irgendwie dieses Mittelmeer zur Beruhigung bringen konnte. Und man entschied sich für das, was man als guter Phönizier, als religiöser Kananiter tat. Man musste einen Mensch opfern. Dem Wassergott Dagon vielleicht. Nur keiner war so bereit, sich selbst zu opfern. Und so wurde das Los gezogen.
Jona willigte ein. Ja, er forderte sie sogar auf. Werft mich über Bord. Sie versuchten doch noch die Küste zu erreichen, die nordafrikanische, aber es gelang ihnen nicht. Und sie nahmen den Propheten Gottes und warfen ihn ins Mittelmeer. Und just in diesem Moment war das Meer so glatt, dass man beinahe bis zur nächsten Insel sehen konnte. Es war auch glatt unter Wasser. Aber Jona war trotzdem am Ertrinken. Aber Gott hatte vorgesorgt. Und er hatte einen Wal genau dort hinmanövriert. Und der verschluckte den Propheten. Jetzt saß er dort. Im Magen eines Wals im Mittelmeer. Und schließlich entschied er sich, dass es jetzt an der Zeit wäre, vielleicht zu Gott zu beten. Die Engel im Himmel fragten sich, was denkt er eigentlich? War das nicht ein gutes Bild für das ganze Volk Israel, das einen Auftrag von Gott bekommen hatte, den Heiden Gottes Charakter darzustellen, aber immer das Gegenteil getan hatte? Und dort, in dem stinkenden, von faulenden Fischen und Seetang angefüllten Magen, angefressen von der Magensäure, begann er zum Gott des Himmels zu beten. Und der tat, was er immer tat, wenn man verzweifelt zu ihm bittet. Er hörte das Gebet. Und der Wal nahm Kurs auf die Küste, aber nicht auf die Küste Nordafrikas und nicht auf die Küste Griechenlands, sondern auf die Küste Phöniziens. Denn er sollte ja nach Ninive. Und er warf ihn aus seinem Maul. Und wahrscheinlich hatte er eine recht blaue Hautfarbe, der Jona. Und die Menschen in all den aramäischen Fürstentümern müssen ihn mit großen Augen angeschaut haben, als er durch eine Stadt zur nächsten zog. Wer bist du denn? Wir haben gehört, du bist von dem Fischgott selbst geboren worden. Wo bist du? Gehst du denn hin? Nach Ninive. Was? Nach Ninive? Dann bleib uns ruhig werden. Die Assyrer sollen bleiben, wo sie sind. Er kam nach Ninive und er sah diese Bilder hier, Originalaufnahmen und Reliefs aus dem Königspalast von Ninive. Und er ging dort in die Stadt und verkündigte, dass noch 40 Tage bleiben würden, bis Ninive in Grund und Boden vernichtet worden wäre. Jetzt hatte er auch seine Gerichtsbotschaft, jetzt fühlt er sich auch als richtiger Prophet. Und er wartete schon, dass der König von Assyrien das tut, was er mit jedem tut, der ihn nicht leiden kann, ihn entweder häutet oder köpft oder sonst etwas tut, aber es passiert etwas ganz anderes. Der König von Assyrien tat etwas, was bisher kein König in Israel getan hatte, seit Jahrzehnten. Er bereute und bekannte seine Sünden und bedient das ganze Volk. So etwas hatte der Jona gar nicht gesehen. Sein ganzes Leben nicht. Ein König, der es ernst meint. Ein König, der auf Gottes Stimme hört. Ihm war das unbekannt. Er konnte das gar nicht glauben. Und irgendwie ärgerte es ihn, dass er schon wieder nicht so ein richtiger Prophet ist. Denn prophetische Botschaften treffen doch ein, oder nicht? Aber die 40 Tage endeten und seine Botschaft erwies sich als falsch. So schien es zumindest. Kein Unwetter, keine Katastrophe, auch keine feindliche Armee. Ninive stand immer noch im Glanz der Sonne. Und das ärgerte ihn. Und jetzt wollte auch er sterben, wie einst Eliahu unter dem Ginsterstrauch. Er wollte sterben, weil seine prophetische Botschaft Menschen zu Gott geführt hatte. Und die Malakim im Himmel, die wussten wirklich nicht mehr, was sie sagen sollten. Was sind das nur für Menschen, die sich Gottes Volk nennen? Was denken die denn, wozu sie Gottes Volk sind? Sie sind nur deswegen Gottes Volk, damit sie andere Menschen zu Gott führen. Und jetzt wollen sie sterben, weil ihnen das gelingt.
Unfassbar. Aber Gott hat auch Gnade mit Jona. Und er ließ einen Rizinusbaum entstehen. Und Jona freute sich über diesen Wunderbaum, wie auch im Deutschen heißt, den vor der Hitze schützte. Doch über Nacht sandte Gott einen Wurm, oder um zoologisch genauer zu sein, eine Raupe der Olepaschleini, eines Falters, der als Raupe sich einzig und allein von der Rizinusstaude ernährt. Und das, obwohl die Rizinusstaude so giftig ist, dass ihr Inneres heute als Insektizid verwendet wird. Aber dieser Wurm ernährte sich genau davon und fraß ihn so sehr an, dass der ganze Baum in sich zerfiel. Und jetzt war der Jona wieder ärgerlich. Gott, was soll das? Aber Gott hatte eine einfache Botschaft an ihn. Du hast Mitleid mit so einem Rizinus? Ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können, dazu so viel Vieh. Jona, du hörst nur die Kriegsberichte, du siehst nur die Stehlen, du hörst nur die Berichte von Mord und Totschlag, aber weißt du, dass auch die Assyrer ein Herz haben? Weißt du, dass auch Assyrer sich nach Frieden sehen und dass auch Assyrer an ihrer Sünde leiden? In jener Zeit gab es eine Verschwörung gegen den König des Südens Amasia. Und er floh und wurde trotzdem umgebracht im Jahre 767 vor unserer Zeit. Und sein Sohn, der schon als Mitregent regiert hatte, war jetzt alleiniger Herrscher, Uschiahu, und er war ein guter, ein wirklich gläubiger Mann. In seinen Tagen berief Gott einen Hüter von Maulbeerfeigenbäumen mit Namen Amos, als Propheten für den Norden. Und er ging in den Norden, obwohl er dort schnell Redeverbot erhielt vom König. Und er gab entscheidende Botschaften für das Volk. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Und er sagte, dass Gott sagen würde, ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Es soll das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Und dann hat er eine wichtige Botschaft, denn siehe, ich lasse das Haus Israel durch alle Heidenvölker sichten, wie Getreide mit einem Sieb gesichtet wird, und es soll nicht ein Körnlein auf die Erde fallen, es werden Gerichte kommen. Aber jeder, der treu zu Gott steht, und wenn er noch so ein kleines, schwaches Körnlein ist, niemand, der an Gott glaubt, wird zugrunde gehen. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Zu jener Zeit gab es noch einen Propheten, sein Name war Hoschea, was Heil oder Rettung bedeutet. Und alle Propheten hatten schwere Lose zu tragen, aber seins war besonders, denn Gott sagte ihm, er solle eine spezielle Frau heiraten, und er sagte ihm voraus, dass seine Frau ihn betrügen würde. Hättest du das getan, lieber Freund, liebe Freundin? Am Traualtar zu stehen, Ja zu sagen, wissend, dass dein Ehepartner dich betrügen wird? Und der erste Sohn, den sie zeugten, das war sein Sohn. Aber der zweite und der dritte nicht mehr. Und es zerriss Hosea das Herz, als er sah, wie seine Frau mit einem Geliebten sich auf und davon machte. Und diese innere Verzweiflung, die schrieb er in das Buch seines Namens und drückte damit aus vor allen Welten, wie sehr Gott leidet, dass seine Braut Israel sich Geliebte hält, Götzen. Aber durch Hosea gab es diese ermutigende Botschaft: Ich will mich dir verloben auf ewig, ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit und Erbarmen, in Recht und Gnade und Erbarmen. Ja, ich will dich mir verloben in Treue, und du wirst den Herrn erkennen. Und ich will sie mir im Land ansehen und mich über die Unbegnadigte erbarmen und zu nicht mein Volk sagen, du bist mein Volk,
Und es wird sagen, du bist mein Gott. 753 starb Jerobeam der Zweite. Und an seiner Stelle kam Zachariahu. Aber auch er wurde schnell ermordet. Jetzt ging es schnell bergab. An seiner Stelle kam Schallum, der ihn ermordet hatte. Und sein Name bedeutete Vergeltung. Doch auch er hielt sich nicht lange, auch er wurde wieder ermordet. Und dann kam Menachem, der Tröster. Und er, der den Namen Tröster hatte, König des Nordreiches Israel, machte sich dadurch einen Namen, dass er schwangere Frauen aufschlitzen ließ. Die trieben es schlimmer als die Aramäer und Assyrer. Und dann im Jahre 751 geschah ein Kapitel, das im Himmel viel Trauer auslöste. König Ussia, der gute König des Südens, hatte sich in den Kopf gesetzt, er würde auch gern mal ein Opfer bringen. Und die Engel sagten, nein, 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 tu das nicht. Und die Priester sagten, tu das nicht. Korach ist deswegen gestorben. Aber Ussia wollte nicht hören. Und Aussatz brach an seiner Stirn hervor. Und obwohl er König war, konnte er nicht mehr regieren. Er musste abgesondert leben. Sein Sohn Jotham wurde als Mitregent eingesetzt. Und noch immer blieben die Höhen unangetastet. Und in jenen Tagen, da kam ein assyrischer König. Sein Name war Tukulti-Apil-Eschara, der Dritte. Besser bekannt als Tiglat-Pileser, der Dritte. Und mittlerweile war die assyrische Bedrohung ganz real. Und mit viel, viel Geld konnte der König des Nordens ihn gerade noch zum Abzug bewegen. Der starb dann 742. Und Fekachja, auch mit einem schönen Namen, Jachwesit, wurde König und er wurde ermordet. Nichts mehr war Recht und Ordnung in diesem Nordreich. Pekach folgte ihm und wieder kamen die Assyrer. Und jetzt begannen sie Stück für Stück die nördlichen Territorien abzuschneiden und einzunehmen, bis Israel immer mehr schrumpfte. Aber niemand wollte hören auf die Propheten. Im Jahre 739 starb im Süden der an Lepra oder an Aussatz erkrankte Ussiahu. Und just in jenem Jahr war dort ein Mann im Tempel. Und als er anbetete, hatte er eine Vision, die so gewaltig war, wie wenig Propheten sie je gesehen haben. Im Todesjahr des Königs Ussia sah ich, schreibt er, den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckten sie Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße, und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das sangen die Seraphim, als Assyrien regierte und selbst das Volk Gottes im Abfall versang. Denn Gott war immer noch derselbe. Er war immer noch heilig, heilig, heilig. Da sprach ich, so sagt es der Prophet, der das sah, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Es war der Zweite, es war Michael, der Sohn Gottes, der sich dort offenbarte, mitten in dieser Krisenzeit. Und einer von den Seraphim kam, von diesen brennenden Engeln. Und er nahm eine Kohle vom Altar mit einer Zange und flog zu ihm. Und dieser Mann sah einen Seraphim, einen Seraph, mit einer glühenden Kohle zu ihm kommen. Und schnell wurde ihm klar, was dieser Malak vorhatte. Er wollte die glühende Kohle an seine Lippen halten. Hättest du das zugelassen, lieber Freund, liebe Freundin?
Er sah sie noch brennen. Er sah sie noch funkeln. Und er spürte, wie heiß sie war. Sie berührte seine Lippen. Und dann hieß es, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und dann erschall die Frage dessen, der auf dem Thron saß, den man kaum sehen konnte, weil seine Säume schon den Tempel erfüllten. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Und Jesajahu, das war sein Name, sagte, hier bin ich, sende mich. Jesajahu wurde ein führender Prophet seiner Zeit. Und er schrieb eindringliche Botschaften an das Volk. Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer, spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer von Wittern und des Festes der Fettes der Mastkalber überdrüssig. Und am Blut der Jungstiere, Lämmer und Böcke habe ich keinen Gefallen. Hört auf, Opfer zu bringen. Fangt an, das Richtige zu tun. Wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Trachtet nach dem Recht. Helft dem Bedrückten, schafft der Weise Recht, führt den Rechtsstreit für die Witwe. Seid gute Menschen, widerspiegelt doch meinen Charakter. Und Gott lud sie ein, kommt doch. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, und das waren sie in jener Zeit, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Und alle Israeliten wussten, wie Schnee aussieht auf dem Hermon im Libanon. Da lag er jeden Winter und jeden Sommer. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. In jenen Jahren starb Jotham von Juda und sein Sohn Achas wurde König. Und als ob die Krise nicht groß genug wäre, entschied er sich, den guten Kurs, den dann Jotham und Usia eingeschlagen hatten, völlig über Bord zu werfen. Er entschied sich, Götzendienst im Südreich einzuführen, wie er nie zuvor gesehen worden ist. Er ließ mit Tempelprostituierten Kinder zeugen, die man opferte. Ja, er ließ Feuer anzünden und seine eigenen Kinder durch das Feuer springen, um zu sehen, wer es denn schaffen würde, wen die Götter auserwählt hätten, weiterzuleben. Es war eine grausige, grausige Zeit. In seinen Tagen verbündete sich das Nordreich Israel mit den Aramäern gegen den Süden. Und sie belagerten Jerusalem. Pekach, der König des Nordens, und Rezin, der König Arams. Und Achas war jetzt verzweifelt. Und Jesajahu kam zu ihm und sagt, pass auf, Gott wird dir helfen. Erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Du kannst es in der Tiefe oder in der Höhe erbitten. Egal, was du sagst, Gott wird es erfüllen. Aber Achas sagte nur, dir fällt nichts ein. Ich glaube, ich will Gott nicht versuchen. Und die Botschaft kam durch Jesaja, höre doch, Haus David, ist es euch genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Und Gott machte deutlich, wenn du kein Zeichen dir ausdenken kannst, ich habe genügend Zeichen, ich bin kreativ genug. Und jetzt werde ich dir was sagen, dass dir die Ohren schlackern. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Achtung, halte dich fest, König Ahas, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Was? Und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesajahu hatte immer wieder solche Aussagen, immer wieder solche Visionen, wo er von einem Kommenden sprach. Von dem, auf den sie schon immer gewartet hatten, den sie völlig aus den Augen verloren hatten, vor lauter Götzendienst und Tagespolitik. Er sprach, es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Jetzt ist Israel und Juda wie ein abgehauener Stumpf. Aber aus diesem Stumpf wird ein Zweig hervorbrechen, ein Schößling aus seinen Wurzeln. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und dann kamen die Assyrer wieder. Denn Achas wollte sich nicht göttliche Hilfe nehmen. Er nahm das Geld des Tempels und bestach die Assyrer, damit die Assyrer die Aramäer und die Israeliten bekämpfen würden. Und so kamen die Assyrer
und nahmen Damaskus ein und verschleppten alle Aramäer in das ferne Land Kir. Und schon hätte es den Israeliten und Judäer dämmern müssen, was die Assyrer mit ihnen wohl vorhatten. Und dort in Damaskus traf Achas sogar den König von Assyrien. Er fühlte sich ganz geehrt, mit diesem neuen Weltherrscher da an einem Tisch sitzen zu dürfen. Und er hörte dort von den religiösen Neuerungen. Und er machte sogar eine Kopie von diesem Tempel und sagte, von diesem Altar, den dort der assyrische König benutzte, und sagte, dass im Tempel in Jerusalem ein neuer Altar gebaut werden sollte, der genauso aussehen sollte wie der assyrische. Und er nahm immer mehr Änderungen am Tempel vor, bis er irgendwann den Tempel Gottes sogar ganz zunagelte und niemand mehr in den Tempel Gottes hineinkam. Das war, wie gesagt, im Südreich. Und 732 wurde auch Pekach, der König des Nordens, ermordet. Kaum einer starb noch eines natürlichen Todes. Und Hoschea, mit dem tollen Namen Befreier, wurde König über einen Rumpfstaat, der noch übrig geblieben war, den die Assyrer noch nicht ganz erobert hatten. Und im Süden setzte der König Achas, dieser böse König, seinen Sohn Hiskia als Mitregenten ein. Und das war ein ganz anderer König. Als er endlich an die Macht dann kam, war seine erste Amtshandlung, den Tempel wieder aufzubauen. Er war der erste König seit gefühlten Zeitaltern, der wieder das geistliche Format eines Davids hatte. Er ließ die Höhen vernichten, was kein König vor ihm getan hatte, nicht einmal die Guten. Er ließ die bronzene Schlange vernichten, die seit Zeitaltern angebetet worden war, als Nehushtan. Und dann kam Salmano Ascharet der Fünfte, Salmanasser der Fünfte, 723, zur letzten Feldzugoperation gegen das Nordreich. Und sie belagerten die Stadt und es dauerte ein klein wenig. Aber Shomron Samaria, die Hauptstadt des Nordens, fiel um 721 vor unserer Zeit. Und von dem stolzen Nordreich, das einen gigantischen Niedergang erlebt hatte, blieb nichts mehr übrig. Alle die, die den Anschlag der Assyrer überlebten, wurden verschleppt in ein fernes Bergland, in dem vor kurzem indoeuropäische Stämme eingewandert waren. Man nannte sie die Madaya. Sie wurden später bekannt als die Meder. Dorthin, in das Niemandsland des Gebirges, wurden die Israeliten verschleppt. Und stattdessen nahm man Gefangene aus anderen Gebieten, die Assyrer, die auch Babylon meistens unter Kontrolle hatten, siedelten Babylonier und andere dort jetzt in Shomron an. Das Volk Gottes war nicht mehr im gelobten Land. Heiden lebten jetzt hier. Und die hatten keine Ahnung, wie man Gott anbetet. Und Gott wollte sie erreichen auf eine Weise, die sie verstanden. Und so sandte er eine Löwenplage. Und sie schlussfolgerten, der Gott dieses Landes ist böse, weil wir nicht wissen, wie man ihn anbetet. Deswegen sendet uns die Löwen. Und sie erbaten sich, dass ein Priester gesandt werde, der ihnen erklärt, wie man Jahwe, den Gott dieses Territoriums, anbetet. Und er kam und erzählte ihnen ein bisschen was über Jahwe, über die Gesetze Moses. Sie haben ein bisschen was verstanden und ein bisschen was haben sie nicht verstanden. Und sie nahmen etwas von dieser Religion, dieser seltsamen Hebräer, und vermischten es mit den eigenen Religionen. Und dort auf dem Berg Samaria entstand ein samaritanisches Mischvolk. 20 Jahre vergingen. Und dieselben Assyrer, die das Nordreich sich einverleibt hatten, überlegten jetzt, dass bevor sie Ägypten angreifen, noch ein Land dazwischen lag. Das war Juda. Es war diesmal Sin Ache Eriba, Sanherib. Der Gott Sin war ja der Gott, den schon die Väter von Abraham angebetet hatten. Und er kam mit seiner gewaltigen Armee
Und sie nahmen jede Stadt des Südreiches ein, insbesondere Lachisch, eine der größten befestigten Städte. Noch heute kann man die Reliefs sehen, die der assyrische König Sanherib einritzen ließ, um zu zeigen, wie seine brutale Armee die Stadtmauern von Lachisch einzeln nach dem anderen eroberte. Und wie er dann die Gefangenen exekutierte und Befehle gab. Und er selbst verfasste eine Stele, bekannt als die Sanherib-Stele. Und nachdem er alle Städte erobert hatte, hatte er nur noch ein Ziel in Juda. Und das kann man hier in diesen Keilschrifttexten lesen. Da steht es. Kann es jemand entziffern? Urshalimu und Kasakiahu Yehudai, Jerusalem, Hiskayahu, Hiskia, Juda, die letzte Stadt. Der Jesaja hatte gesagt, wir sind wie eine kleine Hütte im Gurkenfeld, alles ist vernichtet, nur noch Jerusalem ist übrig geblieben. Und Sanherib kam nicht mal selbst, er sandte einen seiner Beamten, den Rabschaker. Und er stand vor der Stadtmauer Jerusalems und rief aus, wenn ihr mir aber sagen wollt, wir vertrauen auf den Gott, Herrn, unseren Gott, ist das nicht der, dessen Höhen und Altäre Hiskia beseitigt hat? Hat er nicht vor kurzem erst eure Religion, die ihr über Jahrhunderte geübt habt, auf den Höhen beseitigt? Wird euer Gott überhaupt zufrieden sein mit euch? Indem er zu Juda und Jerusalem sagte, nur vor diesem Altar hier in Jerusalem sollt ihr anbeten. Und dann höhnte er und sagte, lass dich doch jetzt einmal mit meinem Herrn, dem König von Assyrien, Hiskia, du kriegst 2000 Pferde, wenn du genügend Reiter dafür hast. Na, wer kann reiten von euch? Wollt ihr kämpfen gegen Assyrien, das mittlerweile den ganzen fruchtbaren Halbmond unter seiner eisernen Hand hat? Und schockstarr standen die Juden dort, die Judäer auf der Stadtmauer. Und dann ging der Rabschake weiter, sagte, nun aber, bin ich etwa ohne den Herrn gegen diesen Ort heraufgezogen, um ihn zu verderben? Ihr sollt wissen, euer Gott hat mich gesandt. Der Herr selbst hat zu mir gesprochen, zieh hinauf gegen dieses Land und verderbe es. Lasst euch nicht einreden von Hiskia, dass Gott mit euch ist. Und die Beamten Hiskias, die sprachen zu ihm, pass auf, wir verstehen dein Anliegen, vielleicht könnten wir das diplomatisch klären. Bitte rede doch Aramäisch, das war die Handelssprache damals. Rede Aramäisch, aber nicht Judäisch, damit die Leute nicht hören, was du sagst. Und der Rabschake, der lächelte. Was hat mich denn mein Herr zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, damit ich diese Worte rede und nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer sitzen und mit euch ihren Kot essen und ihren Hahn trinken? Lasst euch von Hiskia nicht auf den Herrn vertrösten, wenn er sagt, der Herr wird uns gewiss retten. Diese Stadt wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Niemand antwortete nur ein Wort. Und Hiskia, der beste König, der seit David und dem frühen Salomo auf dem Thron saß, wusste nur eine Antwort. Er ging zu Jeschajahu und fragte ihn, was sagt der Herr? Und er gab ihm eine ermutigende Antwort. Und es geschah in jener Zeit, dass das Gerücht ausging, dass der König von Kasch, der König von Kusch, seine Armee ausgesandt hatte. Und Sanherib überlegte sich, ob es klug war, immer noch hier zu bleiben. Und er sandte einen Brief und sagte, wenn ich jetzt auch aufgrund eines taktischen Manövers mich etwas entferne von der Stadt, glaube ja nicht, dass du entkommen wirst. Sobald die Kuschiten wieder abziehen oder sobald sich herausstellt, dass ein Gerücht ist, werde ich zurückkommen. Diese Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Und Hiskia nahm den Brief, ging in den Tempel und sagte, o Herr, du Gott Israels, der du über den Cherubim thronst, du allein bist Gott über alle Königreiche der Erde. Du hast den Himmel und die Erde gemacht. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns doch aus deiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du, Herr, allein Gott bist. Und Jeschajahu kam mit einer Botschaft. Eine Botschaft, die Hiskia beinahe zum Weinen brachte. Eine Botschaft, die die Malachim im Himmel kaum glauben konnten. Das war die Botschaft. Dies ist das Wort, das der Herr gegen ihn geredet hat. Es verachtet dich, es spottet über dich, die Jungfrau, die Tochter Zion.
eine Jungfrau? Das Volk Juda? Die Malachim schaut noch einmal zurück in den Büchern, was die letzten Jahre und Jahrzehnte dort abgegangen war. Und es gab verschiedene Begriffe, das zu beschreiben, aber Jungfrau war keiner, der ihnen vertraut war. Eine Jungfrau? Unschuldig? Hat Gott ihnen so sehr vergeben, dass er sie als unschuldig betrachtet? Und jetzt erinnerten sie sich an den Bileam, der dort stand und das Volk verfluchen wollte, das ständig rebelliert hatte und gesagt hatte, Gott schaut kein Unrecht in Israel. Was ist das für ein Gott? Die Tochter Jerusalem schüttelt das Haupt über dich. Wen hast du verhöhnt und gelästert? Und gegen wen hast du deine Stimme erhoben und deine Augen stolz emporgerichtet? Gegen den Heiligen Israels. Und in einer Nacht bekam einer der Malachim einen Befehl. Und er gürtete sein feuriges Schwert. Und er stieg hinab vom Himmel. Und er trat in das Heerlager der Assyrer, der Weltmacht jener Tage. Und er erschlug 185.000 Assyrer. Juda hatte nicht einen Pfeil abgeschossen. Gott hatte für sie gekämpft. Und Sanherib floh. Und er warf sich in Aschur, im Tempel seines Gottes Nisroch, vor seinem Gott nieder. Und während er dort anbetete, wurde er von seinen eigenen Söhnen erstochen. Gott hatte sein Volk bewahrt. Ja, das Nordreich war für immer verloren gegangen, aber noch gab es Juda. Er hatte ihnen vergeben und er wollte einen Neuanfang mit ihnen. Wie der aussah, das sehen wir am Montag. Man hat früher immer versucht, biblische Glaubenshelden besonders im besten Licht darzustellen. Und dann hat man oft viele Geschichten verschwiegen, wo sie schwere Fehler gemacht haben oder manche Dinge, die einfach zu blutrünstig erscheinen. Aber ich glaube, wenn man die Geschichte erzählt, so wie sie ist, dann lernt man eine Lektion so eindeutig, dass man sie nicht verpassen kann. Dass Menschen keine Hilfe sind. Und der einzige Star sozusagen, der einzige, der durch all diese Geschichten hindurchleuchtet, wirklich Gott ist. Er ist es, dem man nacheifern sollte, mehr als allen Glaubenshelden. Er, der von diesem Volk sagen kann, jungfräulich, ich habe ihnen vergeben. Und er, der, obwohl sie so oft ihm ins Angesicht geschlagen hatten mit ihren Sünden und ihrer Rebellion, sich immer wieder für sie einsetzte. Und liebe Freunde, liebe Freundin, Gott möchte das auch für dich tun und auch für mich. Vielleicht hast du dich erkannt in der Geschichte des Nordreiches oder Südreiches. Vielleicht hast du auch mit Dingen zu kämpfen, die immer wieder kommen. Und vielleicht hast du das Gefühl, nach so viel Mal, nach so vielen Generationen bei Israel oder Juda, wird Gott nicht mehr retten. Er rettete, wann immer ihn irgendjemand anrief. Und wenn heute dein Wunsch es ist, auch zu ihm zu kommen und vielleicht auch mit Dingen zu brechen, mit denen du eine lange Zeit zu kämpfen hast, von dem du vielleicht glaubst, dass es sich nie ändert, dann lasst uns lernen von der Geschichte von Hiskia. Dinge, die über viele Jahrzehnte immer gleich gewesen sind, können sich ändern. Man kann eine echte Reformation erleben. Und wenn das dein Wunsch ist, lieber Freund, liebe Freundin, auch die, die jetzt live zuschauen, dann würde ich euch einladen, zu einem Gebet aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen. Danke, dass du Geschichte wahrheitsgetreu aufzeichnen lässt. Danke, dass du uns damit die Hoffnung gibst, dass wenn Menschen damals von dir Vergebung bekommen konnten, dann sicherlich auch wir mit dem, was wir getan haben. Und wir haben gesehen über und über wieder, wie verrückt und dumm und unsinnig es ist,
sich gegen dich zu entscheiden. Und wie viel Gnade und wie viel Kraft und wie viel Liebe bei dir vorhanden sind. Und vielleicht gibt es Dinge in unserem Leben, mit denen wir ständig zu kämpfen haben, die immer wieder kommen, wie wir es heute auch gesehen haben beim Volk Israel, Dinge, die scheinbar nicht aufhören. Wir wollen heute das dir vorlegen und dich bitten, dass du heute solch ein Wunder tust, wie in den Tagen Hiskia, dass heute über uns gesagt werden kann, dass wir einen jungfräulichen Charakter haben, ein jungfräuliches Herz, so als hätten wir nie gesündigt. Danke, dass du für uns kämpfst und dass, wenn wir uns zu dir wenden, du uns ganz rein machst. Und wenn unsere Sünde scharlachrot ist, so wie Jesaja gesagt hat, dass sie weiß sein kann wie Schnee, ohne eine rote Flocke. Wir danken dir, Herr, für deine unfassbare Gnade und loben deinen Namen, im Namen Jesu. Amen.